Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Regrowth mit dem Castcrafter. Hallo. Nicht dem Schmetterling. Und ich. Hallo. Und ich. Und ich. Warte mal, irgendwas soll ich noch bauen? Ah ja, genau. Wir bauen noch ganz, ganz viele Blast Furnace Bricks. Ja, und wir müssen mal langsam hier die scheiß Kühe irgendwo anders hin tun, ey. Oh. Ja, das stimmt. Also wir haben in der letzten Folge gesagt, dass wir mal das Haus ein bisschen weiterbauen und dann werden wir auf jeden Fall auch mal die Kühe irgendwo hinpacken. Da hält ja keiner mehr aus. Müssen wir gucken, wo. Dass wir halt irgendwo mal so einen Stall haben, wo alle Viecher drin sind. Genau. Alle Knechte. Na, warte mal, ich habe übrigens ein bisschen Holz gefahren. Wie viel brauchtest du denn? So viel wie geht. Oh, warte, ich geb dir mal was. Das muss nämlich in den Oven. Da war ein Stack und noch ein bisschen. Nice. 26. Cool, oder? Ein bisschen brauchte ich selber für meine Living Wood Rock Dinger. Ja? Aber Living Wood Rock Dinger. Haben wir Glowstone? Wo war Glowstone? In der ganz linken Kiste unten. Wenn du bei der Tür reinkommst, links, unten. 20 oder 40 das. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier. Da. 60 sogar. Krass. Krass. Damn. Du alles im Kopf hast. Nix schlägt. Was war dafür? Ah, genau, genau. Bleib mal kurz hier, dann kannst du mir direkt mal die Quest beenden und mir die Sachen geben. Hä? Aber du musst sie selbst beenden. Oh, warte mal. Hä? Oh, man muss da Lexica Botania noch da reinwerfen. Okay. Oh. In so ein Portal. Wie baue ich denn ein Portal? Ach du Scheiße. Möchtest du dir mal angucken gleich, wenn ich weiß, wie das geht? Ja. Nein, ich weiß, wie das geht. Ja. Construct the Portal of Alfheim. Okay. Auf Alfheim? Was? Da steht da, Alfheim. Lol. Da sollte ich da mal reingucken. Ja, früher schon. Mein Vater hat gerne geguckt. Oh. Frag mich, was da für ein Typ drin war. Ein Kostüm? Ja. Bestimmt richtig komischer. Ich glaube auch. So ein richtiger Mutant. Wir haben einen Blast Furnace. Und gleich können wir Stiele erstellen. Ja, was? Warte mal, ich brauche mal kurz Google. Ja, der hat mir jetzt hier vier Sachen herstellen lassen und du brauchst aber voll viel dafür. Wieso? Portal of Alpha. Ja, da brauchst du irgendwie mehr Sachen für als die, die ich gebaut habe. Okay. Bisschen dumm. Man kann einfach irgendeinen Enchanted Book claimen, cool. Krass. Und ich sehe nicht welches. Ah ja, stimmt, das hatte ich ja gerade auch. Protection und Sharpness habe ich jetzt. War denn die Quest hier? Ja. So. Boris hat kurz gerockelt. Oh, Rough Ironing. Cool, das ist auch anders hier. Cool, alles anders. Warte mal. Construct the frame, living wood. Also ich baue das erstmal so hin, wie es eigentlich sein muss. Aktivieren können wir es dann zusammen. Weil ich glaube, ich brauche dafür nur einige Sachen. Okay. Aber das soundet ja schon mal nice. Das soundet nice, sagst du? Ja. Ja, nix schlägt. Du hast einen guten Talk am Helm. Richtig krasser Talk. Ich habe übrigens unseren Ofen fertig. Der Blast Furnace. Der Ofen, yes. Cool. Der beste Ofen ever. Now. Warte, mir überlege ich gerade. Ne, kann den nicht bauen, muss warten, bis er sich verwandelt, aber gut. Oh, so langsam müssen wir aber echt mal wieder irgendwas umbauen hier. Auch die Schmiedearena. Fällt mir nicht so gut. Ja, Portal werde ich mal vertagen. Hallo. Oh, sollen wir das nicht auch woanders hinbauen? Ja, das sagt mir gerade auch, weil da müssen nämlich noch ein paar Pylonen vor. Und noch ein Mana-Pool. Wird zu groß für unser ganzes Haus dann später. Ja. Und zwei volle Mana-Pools. Das heißt, wir müssen da noch ein paar von diesen Scheißblumen bauen. Oder wir machen einfach mal ein paar coole Blumen. Das wäre auch eine Idee. Gibt's denn nicht... Also, die Blumen kann man auch upgraden, dass sie nicht mehr kaputt gehen, oder? Gehen die wirklich immer kaputt? Ne, es gibt wohl eine Variante, aber ich habe das mal ausprobiert im Singleplayer, aber irgendwie konnte ich die nicht planten. Vielleicht bauen die spezielle Erde? Das kann sein, das wäre sogar interessant. Interesting.
Wir haben einen Stealing Gate. Nice. Aber warte mal, wenn ich dann dieses Buch nehme. Kannst du die Quest auch mal abgeben? Die Blast Furnace Quest? Oh ja. Magnesium Dust? Quick Lime und Wasser? Nein. The next step is to work on refining the metal. Okay. Aha. Limestone into Quick Lime. Okay. Ja, aha. Okay. Ach cool, das eine ist zu 96% fertig bei mir. Das ist gut. Live in the world? Was hast du denn da gemacht? Ah, hier, ich sehe schon. Spawn Sheep. Oh, Spawn Sheep, that's awesome, man. Oh, ich bin voll, deswegen kann ich nichts mehr claimen. Krass. Habe ich mich einfach mal voll geclaimed. Und weißt du, was das Beste ist? Nein. Wir haben jetzt eine Stielpickaxe, das heißt, wir können mit der komischen Nether-Quest weitermachen. Stimmt, nice. Everything is awesome. Aber was macht man denn mit diesen Rhode Iron Ingot? What? Achso. Diese anderen Iron Ingots, die wir bekommen haben. Die braucht man, um Stahl herzustellen. Ah, nice. Und sonst kann man daraus nur... Oh, man kann da so viel draus machen. Oh, Yellowback Tier 2. Was ist denn da drin? Lantern. Oh, nice. Oh, damit kann man coole Lampen und sowas machen. Und Zäune. Muss man mal. Ah, mit dem anderen Zeug, oder was? Ja, mit diesem Raw Iron Ingot. Nicht schlecht. Sieht gar nicht mal so. Ich habe Angst, dass das Stahl sich irgendwie mit Eisen verbindet und dann ist das Stahl weg oder so. Das ist irgendwas anderes da drin. Ja. Man kann das schnell rausbauen, oder? Hoffentlich. Lass mal schnell ab, den Scheiß. Oh. Hast du auch so Frame Drops oder hab nur ich die? Das ist, wenn die Schmiede läuft, aber ich habe keine gerade eigentlich. Hab ah ja, ein bisschen. Das habe ich ja immer, ne? Sag ich gerade 30, sonst sag ich 60 ungefähr. Ah, okay. Nick schlägt. Machst also ist die Schmiede weg. Genau. Das ist irgendwie ein Bug, wegen den Animations oder so. So, da haben wir noch eins. Zack. Ich freue mich schon darauf, die ganzen Sachen zu automatisieren. Nehme ich es dir mit 500.000 Eisen. Ja, das wäre krass. Und alles leer. Ja, ich habe ja 8 Stack Iron Ingot vorhin gemacht, ne? Durch die Sensen und wir haben immer noch doppelt so viel oder so. Das ist auch einfach, dauert einfach ewig, wenn man das da immer von Hand reintun muss, ne? Ja. Wir brauchen. Boah, aber diese scheiß Kühe, ey. Das Watt. Aber die Wand hier gefällt mir schon mal sehr gut mit den Essenzen. Ja, mir auch. Das ist echt ein gutes Feature, so. Ist zwar nicht so gut sortiert, aber ist okay. Ja, ist alles ein bisschen durcheinander, leider. Genau. Aber warte mal, haben wir nicht diese, wie heißen die? Dollys. Ja, doch. Willst du die umsetzen dann? Ja, nur so ein paar. Na, was denn? Eine Farbe? Ja, und das Weizending nicht unbedingt in der Mitte, weißt du? Ja, stimmt. Ja, wo stelle ich das Watt jetzt hin? Hier? Wow, guck dir das mal an. Geht sogar. Hätte funktioniert. Hm. Oder das nicht dahin. Oder Pilze haben wir auch. Die brauchen nicht unbedingt da rein. Da muss aber alles rein. Okay, Pilze müssen echt nicht rein, glaube ich. Ich glaube, es brennt wieder da unten. Ja, hat man gerade gehört, ne? Ja. Crucible Furnace. So, dann kommt... Der daneben. Haben wir zweimal dasselbe? Wieso? Ah ne, Skeleton und Iron sieht gleich aus. Okay. Ja. Ja, und eben die ganzen anderen auch. Irgendwie, was ist das? Blaze und Gold und Fire. Das sieht alles so gleich aus, ne? Ja. Kohle, genau. Ich wollte Coal Essence. Haben wir Coal Essence? Ja, haben wir. Okay. Bin ich hier doch ein bisschen zumindest nach Farbe sortiere, aber... Aber nur ein bisschen. Haben wir kein Limestone? Hätten wir mal Limestone. Ich glaube nicht. Du nicht? Ja, lol. Ein Stack. Ich glaube, den haben wir von der Quest bekommen. Wo ist Kohle? Warte mal. Hier? Davor setzen. Was soll mein Weiler ist aus? Ja. Weiler, ey. Richtig dumm. So, pass auf. Kannst du das erkennen so, dass das immer dunkler wird? Der war gut. Wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch, eigentlich schon.
Hast du gut gemacht. Cool, oder? So, und wann wird das jetzt geschmolzen? Aber Pilzfelder haben wir auch, ne? Die werden ja trotzdem hier oben reingedonnert. Okay, dann lassen wir die erstmal. Ach genau, das kann hier hin. 800 Degrees. 100 Degrees now. 2000. Okay, warte mal, hier ist ein ganz dunkler. Das ist ein ganz heller. Ja, ich habe jetzt nicht 100% die nach Farben, aber so ungefähr, ne? Brauchen ja auch nicht übertreiben hier. Au, 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 au. Jetzt macht der Haku sich eine Stielspickaxe. Dann können wir uns endlich mal... Schwert wäre mal geil. Ja, müssen wir eh. Also ich glaube, wenn wir dann mal Manillum und so haben... Oh ja, warte. Hast du Diamanten gerade im Inventar? Ne, hinten in der Kiste sind die. Der Botania-Kiste? Ja. Packen. Warum? Richte die einfach da rein. Kann ich mir auch eine Pickaxe bauen, ja, ne? Wenn wir noch genug Rohstoff haben, natürlich. Natürlich. Was brauche ich denn einfach... Kopf und was brauche ich als das andere? Wie heißt? Handle und das X. Was haben wir jetzt? Mining Level Steel? Steel. Und dann haben wir Mining Level Steel. Wow. Aber das kleine X? Viel gemacht. Ja, das kleine X. Ja. Leg mal kurz meine Sachen irgendwo ab. Jetzt so ein paar. Und der Stab. So, welche Quest war das denn? Ach, das war, glaube ich, hier, ne? Ja. Steel Harvest. Ardite? Oh, Ardite müssen wir abbauen. Ardite. Okay, hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, zwei Dinger zu bauen, aber egal. Ich hoffe mal, dass ich das in der Folge noch schaffe. 3 Minuten für 3 Erze? Klappt, oder? Klar, warte, ich komm mit. Tipp, 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 tipp. Hast du schon eine? Was? Pickaxe? Ja, klar. That's cool. Hat noch nichts zu essen mit, scheiße. Okay. Warte, was war das? Aber, da guckt man random in eine Kiste rein. Und hat aber nichts drin, gut. Du hattest doch schon mal Diamanterz gefunden, ne? Ne? Ja, eigentlich schon. Konnte ich nur nicht abbauen. Ja, jetzt kannst du das ja abbauen. Oh. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Ja. Wenn du darauf abspielen möchtest, oh. Anspielen möchtest, abspielen. Wie blöd der ist, ey. Krass. So. Bin fertig. Weißt du, was eigentlich auch eine gute Mana-Quelle wäre? Unsere Level. Ja? Ja, stimmt eigentlich, ne? Weil wir die gibt da so Blumen, da stellt sich rein und dann ballerst du die in den Mana-Pool rein. Ja. Hi. Könnte man machen. Hallo. Das Kobalt, aber ich kann sie abbauen. Kobalt kannst du nicht abbauen? Dafür brauchst du Ardeit, oder? Oh, really? Krass. Das habe ich nicht gewusst. Oh. Ich habe immer gedacht, ist gleich. Weil irgendwie war immer so Kobalt und Ardeit war das gleiche Mining-Level. Oh. Fast den Gas getroffen. Ja, stimmt. Mining-Level Kobalt, lol. Hm. Wie ruhig das ist, wenn man nicht zu Hause ist und die Kühe die ganze Zeit rumschreien, ey. Ja. Ich glaube, wir sollen ein paar Kühe mal mitnehmen in die Hölle. Ja. Uah. Oh nein, oh mein Gott. In welche Richtung bist du eigentlich gegangen in der Hölle? Weiß ich nicht, absolut nicht. Wir brauchen Diamant und Emerald. Wenn du eins von den beiden findest, dann abbauen. Achso, was brauchst du? Was hast du denn da? Was machst du damit? Hier müssen wir für dich festmachen. Ach so, okay. Müssen wir irgendwie jedes Höllenerz einmal finden. Ah ja, stimmt, da war ja was. Dann, also die ganze Zeit angegriffen von den Scheißviechern hier. Krasse Viecher. Da komm hier. Komm. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. So. Das ist bestimmt Zinn, oder? Natürlich. Au, Höllenhunde. Nix gut. Das bei mir gerade auch. Oh mein Gott. Oh Leute, ich hab den nach Hause geschickt. Der Höllenhund? Ja. Aha. Also zu unserem Hause, weil der ist da jetzt durch das Portal gegangen. Dann haut er uns kaputt, wenn wir nach Hause kommen. Ich will nicht da hinten hin, da ist ein Gas und hier vorne sind immer Viecher. Und ich finde kein Diamond Ore. Und hier eine Wand drin, da ist nur Erde. Und ich habe keine Schaufel mit. Alles Kacke. Oh nein. Ja, schade.
Okay, aber ist egal. Dann gucken wir einfach so noch ein bisschen Gas weiter und hoffen, dass wir die Erze noch finden, die wir brauchen. Ansonsten war es aber schon heutigen Folge Regrowth. Wenn es euch gefallen hat, lassen wir Bewertung da. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.